Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Beim letzten Mal sind wir in den Donnerberg eingedrungen. Und jetzt machen wir doch schon weiter. Wir haben nämlich den Mittelpunkt erreicht. Und jetzt, Donnerberg-Gipfel sind wir schon. Siehst du wohl. Jetzt sind wir auf dem Gipfel und schauen mal, was ist jetzt hier. Oh Gott. Hi. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Attacken aufgefüllt wurden, oder? Ja, wunderbar. Attacken wurden sogar aufgefüllt. Sehr gut. Ja, nee, also wir sind jetzt am Donnerberg-Gipfel und jetzt, wir nähern uns langsam. Ich glaube, der war nicht so gut. Ich glaube, der war nur 3-4 Etagen. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall nähern wir uns jetzt langsam den Zapdos. Von daher, können wir gespannt sein, ob wir den natürlich direkt First 2 schaffen. Ich hoffe einfach mal. Aber ich glaube, der war nicht so groß, der Gipfel. Ich glaube, der war nur 3 Ebenen oder sowas. Tatsächlich. Der war, glaube ich, ganz, ganz klein. Hm. Haben wir irgendwas, was wir benutzen können? Verhöhen, da können wir einfach mal wegwerfen. Nutzt du eh keine Sau. Viele Sine werden. Belebersamen, Top-Elixier. Keine Samen mal essen. Essen. Nichts geschieht. Dachte ich mir. Die Musik rastet auch gerade voll aus. Oh, Sackgasse. Boom. Boom. Scheiße. Scheiße. Ah, sehr gut, dass du triffst. Immer triffst du. So, ah, da. E2. Oh, oh, oh. Na komm, jetzt will ich den Samen noch mit haben. Schaffst du das? Ich komm dir mal helfen. Sehr gut. So, Tor mal ein bisschen aufheilen. Tor ein bisschen aufheilen. So, ich glaube, Tor ist jetzt genug geheilt. Weiter. E3. Ich wusste es. Okay. Hier ist der Gipfel. Hey, Zapdos, wo versteckst du dich? Wir sind hier, um Tingulis zu retten. Los, zeig dich! Ah! Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich habe keine Angst. Hey, Zapdos, lass ein Gules gehen. Ein Pokémon-Retter-Team, genau das sind wir. Ich höre große Schloss an euren Worten. Als hätte euch meinen enorm gerechten, meinen enorm und gerechtem Zorn. Okay. Jetzt heißt es, Schlafsamen werfen. Bitte schlaf ein. Verdammt. Scheiße. Einmal ganz kurz. Team. Volo. Attacken. IQ prüfen. Attackennutzer. Auch bei Volo. Bei Tor. Genau dasselbe. Nein, nicht Taktiken. Mann! Und Superschall. Und IQ und Attackennutzer, Attackennutzer, Attackennutzer. Ich will, dass Tor jetzt mal herkommt. Okay. Schlafsam. Nochmal werfen. Okay, wunderbar. Okay. Oh Gott! Essen. Scheiße. Mach ihn fertig. Sehr gut gemacht. Gut, okay, reicht, 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 reicht. Reicht, Tor, reicht. Attacken. Jetzt nur noch Metallzaun und Donnerschock. Giftpuder, genau. Sehr gut. Zapdos. Attacke. Egelsamen.
Sehr gut. Oh mein Gott. Ihr habt es geschafft. Tor erreicht Level 12. Mein Titus-Level ist gestiegen. Um 5. Wieder um 5. Um 2. Um 2. Um 2. Und um 2. Der wird so stark. Was geschieht hier? Willst du noch mehr? Willst du noch mehr? Komm nur her! Genug. Genug, der Kampf hat lange genug genug. Hab mich beruhigt. Nimm Tengulist. Die Kinder haben mich beeindruckt. Aber diesmal wird es nicht so einfach sein. Wenn mich da nicht mehr zurückhalten. Also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr eure Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Chaos Control! Seht mal! Seht mal! Seht mal! Da ist Tengulist! Bist du in Ordnung? Oh, ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär, dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Besesam bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserem ersten Gegner gespürt. Vielleicht bist du gar kein... Du bist kein Pokémon, ist es nicht so? Wow. Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Ricky ist kein Pokémon. Ricky ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Ist das überhaupt möglich? Kann sowas mal passieren? Ricky weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ricky wachte eines Morgens auf und war ein Pokémon und erinnerte sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, stimmt ja. Lambreo hat damals an Pokémon etwas dazu gesagt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, weißt du, warum Ricky zu Pokémon wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest etwas wissen. Jedoch gibt es einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja? Welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könnte die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Es sollte Licht in den Angelegenheiten des rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lass uns zu Xatu gehen. Okay, lass uns gehen. Berg zur Vorzeit. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lass uns so schnell wie möglich zurückgehen. Dein Gutes, komm. Beeilen wir uns. Ja. Ich schätze, wir sollten das tun. Ricky. Jetzt räumen wir nicht in der Gegend rum und lass uns zurückgehen. Ja, ja. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Bla 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 bla. Wie immer. Am nächsten Morgen. So, aber ich finde schade, dass wir das nicht irgendwelche Rettungsaufträge machen, sondern es geht ja gerade wirklich nur die Story jetzt hier, ne? Viele Rettungsaufträge kommen später. Morgen, Ricky. Ich habe nämlich gestern mal ein wenig umgehört. Wer von seinen liegt in der Riesenschlucht. Auf geht's, gehen wir zur Riesenschlucht. Huch, worauf warte? Hör mal, Wollo. Was? Was mit? Warum bemühst du dich so? Warum? Wieso fragst du mich das? Du tust es für einen anderen. Für jemand anderen, das ist aber eine kühle Aussage. Sind du und ich, wir sind doch, sind wir denn nicht beide Freunde, Ricky? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue, Ricky. Das würde der echte Wollo nie sagen, sowas. So ist es, aber egal, lass uns einfach mal alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. Okay. Ich würde mal gerne wieder auch mal Jobs machen. Ich glaube, die kommen hier nach irgendwann wieder. So, hallo und herzlich willkommen im Kangama-Lager. Was möchtest du lagern? Plosivsamen, Plosivsamen. 1, 2, davon noch ein. Ich würde mal sagen, ein Belebersamen reicht. Ein Schlafsamen. Und noch ein Plosivsamen lager. Alles klärchen, ja. Ja, es abonniert, dankeschön. Nö. Gucken, ob der vielleicht noch Belebersamen verkauft. Hier der Typ. Hallöchen. Kaufen. Sinelbeere. Großer Apfel. Nö. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir einfach mal da losgehen, machen wir doch mal einen ganz normalen Job. Wir wollen ja hier nicht nur Story machen. Wir wollen ja hier mal ein bisschen Job machen. Ein paar Jobs. So. Donnerberg. Finster. Stahlberg. Alles nur eine Mission. Bitte nimm mich mit. Das ist aber Mission C. Ja, eskortiere mich. Wir machen einfach mal Donnerberg jetzt hier. Einmal ganz kurz. Eskortiere mich. Ausüben. Jetzt noch mehr Story. Ist ja jetzt auch lame. Lame, sag ich da nur. Oder? Machen wir Story schon?
Nee, wir machen immer sowas. Wir machen jetzt erstmal sowas. Möchtest du besuchen? Tor. So, hallo. Tor schließt die Retterteam an. Nee, ich möchte einfach zurückgehen. Das ist die Frage. Ich möchte euch auch ein paar Gummis noch haben, ne? So, jetzt nochmal zurück. Gummis möchte ich natürlich haben. Hattest du Gummis im Verkauf? Nö. So. Kaufen. Du auch nicht. Du hast Geld, möchte ich mal ganz kurz lagern. Hallo. Oh, ich hab so viel Geld, ne? Könnte ich auch eigentlich mal jetzt hier. Oh, komm, nur noch lagern. Meine Freunde, was möchtest du? Ein Partner, was möchtest du haben? Pilzwald. Ja, immer ist die günstigste zu kaufen. Luffy! Herzlichen Glückwunsch, später war das wieder offen, blablabla, mein Vater, ja, möchtest du weitersehen, ja. Kaufkappenteich. Verstanden, los geht's. Luft, Partner sind die besten Freunde, Luffy! Blablabla. Dschungel. Ja. Und dann, los geht's, Luft, Partner sind die besten Freunde, Luffy! Okay. Ja. Nichts steht mir zur Verfügung. Gut. Auf geht's. Obwohl, will ich eigentlich jetzt mal hier ganz kurz gucken. Team. Ricky. Attacken. Will ich irgendwas. Nö. Wollo. Ich bei dir irgendwas. Nö. Nö. Eigentlich will ich da nichts linken, ganz ehrlich gesagt. Gut, dann machen wir ganz kurz die kurze Mission. Haben wir jetzt nochmal eine Mission gemacht nebenbei. Das war wieder was anderes. Donnerberg. So. Wir müssen ja jetzt nicht nur Mission machen, ne? Das geht immer hier zu schnell mit der Story. Der Klient Nidoran schließt sein Team an. Ja, Nidoran. Zwar ist das jetzt eine Mission. Wir müssen zwar jetzt Nidoran sicher auf Ebene 5 bringen. Das ist jetzt unsere Mission. Sollten wir, denke ich, mal schaffen. Komm schon. Er ist besiegt, ihn auch Tor. Sehr gut. Weiter. Okay. Wie wir sehen, also man kann bis zu 4 Leute hinter sich herlaufen haben. Das haben wir schon mal gesehen. So. Items. Wer kriegt das denn? Ich würde einfach sagen. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt so mache zum Beispiel. Items. Und dann werfe. Okay. Machen wir einfach so. Statusprüfer. Das ist gut. Tor. Gut prüfen. Statusprüfer fehlen. Info. Ja, denn dann geht noch Statusproblem, wenn das Pokémon keinen Attack einsetzt, welche den gleichen Statusproblem auslösen würde. Ah, wunderbar. Nee, Moment, stopp, das ist dumm. Oder? Nee, stimmt. Nein, genau, keine Superschale einbinden. Aber kann ich ihm wieder Superschall geben? Kann ich ihm ja wieder Superschall geben? So, gut, wunderbar. Kann ich ja wieder Superschall geben. Weiter. Möchte ich. Oh, ein Hornliu. Hey, wenn man hier nicht frech. Ach komm, den da hinten besiegen wir es auch noch. Hey. Noch ein Hornliu. Na komm her. Boom. Arschloch. Sind da ein bisschen EP noch. So, Wollos natürlich langsamer. E4. Wenn wir nur noch eine Ebene, dann haben wir es ja auch schon geschafft, diese leichte Mission hier. Das ist ja einfach nur eskortieren. Problem ist natürlich nur, wenn er hinten ist, ne? Wenn er ganz hinten ist, habe ich immer Angst davor. Dass er, also ich will nie, dass er ganz hinten ist eigentlich. Oh, was ist das für eine wunderschöne Attacke? Brüller. Brüller, würde ich auch mal sagen. Nö. Nö. Arschloch. Arschloch! So. Alles klar. Was ist das denn? Kraftband! Noch ein Kraftband. Ich glaube, das gebe ich jetzt Wollo. Ups. Ich glaube, das gebe ich jetzt tatsächlich Wollo, weil Wollo kann ja auch, er darf ja die Belebersamen benutzen. Dann darf er auch, Kraftband haben, weil er Belebersamen auch benutzen darf. So, Donnerberg E5. Du hast die Ziele eben erreicht.
Bring mich für das Nidoran männlich. Gerne. Gerne, gerne. Ich habe immer noch Schiss, dass da hinten gleich einer kommt, der angreift. Das geht so einfach nicht. Hast du ihn jetzt? Gut. Komm schon, Wollo. Also ich bin froh, dass ich jetzt vor Nidoran weiblich bin. Denn so kann dem nichts passieren. Und jetzt ist Wollo davor. Und gut, da ist die Treppe. Die wollen wir aber nicht benutzen. Tatsächlich. Denn da ist Nidoran weiblich. Nidoran wurde voll installiert. Worauf freut. Nidoran, vielen Dank. Partner verlassen, den Dungeon. Wunderbar. Mission wurde erfüllt. Möchte ich jetzt verlassen? Ja. Aber ich würde nicht gehen. Ich meine, ja. Ja. Wunderbar. Wir müssen auch mal eine schnelle Mission gemacht nebenbei. Da. Angriff ist 42 von mir. Okay. Vielen Dank für die Eskorte von Nidoran. Hier ist die Belohnung. 300 Poke. Yeah. Aus dem Weißgummi. Und Retterteam. Wunderbar. 60 Retterpunkte. Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Lass uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Ja, sehr gut. Wir brauchen halt noch ein bisschen Kohle, Mann. Ne? Ist ja mal ganz gut. Und euch speichern. Ja, möchte ich. Achso, ja. Vergesse ich immer, dass es nicht geht. So. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in den Laden, ob jetzt vielleicht mit dir was haben, heute da ist. Guten Morgen, Ricky. Und Post sogar. Klonk. Okay, aber die Post machen wir irgendwann später auf. Jetzt begeben wir uns erstmal Richtung Laden. Hallo, Laden. Hast du... Ah, oh, du hast sogar Belebers haben. Du hast zwei Stück sogar. Gut, muss ich... Will ich beide haben? Habe ich irgendwas zu verkaufen? Nehmen. Irgendwas zu verkaufen. Fragibeere, Amambeere. Klusivsamen ein. Apfel ein. Eine Beere ein. Na komm, verkaufe ich von jedem ein. Und Georock. Okay. Und los. Ja. Nö. So, jetzt mal ein bisschen was verkaufen, dass wir uns zwei Stück davon... Oder habe ich gerade was auf die Bank gepackt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nö, habe ich nicht. Verkauf. Möchte ich verkaufen? Ich möchte... Ja, komm, verkaufe ich die. Ja. Ja. Ich noch irgendwas verkaufen. Ha. Bringt ja alles nichts, bringt das. Kaufen. Holen wir diesen Einbeliebersamen. Ja. Muss gar keinen Platz für weitere Items. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Dann lagern wir jetzt erstmal wieder was. Lagern. Wir kommen in kein Gamma. Was möchtest du lagern? Ich möchte lagern. Ein Plosivsamen, ein Belebersamen. Habe ich einen Apfel denn schon? Ja, ein Apfel. Marmbeere, da. Eine Sinnebeere noch. Noch eine Sinnebeere. Das möchte ich alle mal alles lagern. Ja. Dankeschön. Nö, ich möchte jetzt etwas mitnehmen. Und zwar jetzt diese restlichen Georocks. Das Lärchen. Ja. Nö, das war's. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns dann Richtung Xatu begeben. Bevor ich nachher dann beim nächsten Mal Tor vergesse, holen wir den auch mal ganz schnell. Dann gehen wir uns beim nächsten Mal Richtung Xatu, damit wir herausfinden, was mit uns eigentlich passiert ist. Also, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Haut rein, bis dahin, tüdelü.